Ah!
die Geschichte einer Meerjungfrau, die sich in einen Menschen verliebt. Yes, she wants to be a person, ja, sie möchte menschlich werden, crazy in love with denn sie ist wahnsinnig in den Prinzen verliebt. And she meets him under the water. Und sie trifft ihn unter Wasser. But he is only feeling the wave. Aber er spürt nur die Welle. So she wants to have human legs. Also sie möchte menschliche Beine haben und in seine Welt übertreten. And she's really determined that's und sie ist wirklich entschlossen, dass das das Richtige ist für sie. So it's her decision. Sie will das unbedingt. Das ist also ihre Entscheidung, menschlich zu werden. Diese Operation. Yes, it's horrible. Ja, das ist schrecklich. Wenn Sie mir das mal beschreiben, was da passiert. Also es wird ja nicht nur Ihr Schwanz sozusagen, Ihr Fischleib entfernt. Mm. Es passiert ja noch viel mehr. Yeah. Normally or often it's ja, only magic. Oder ganz oft the ist es ja eigentlich nur Magie. And then die Hexe sagt Schnurriburibuk und dann ist Rusalka menschlich. She comes out with human legs. Und erscheint mit menschlichen Beinen. But in this version we see the aber in dieser operation. Version wird die Operation gezeigt. And it's literally, she cuts und das wird wirklich wörtlich genommen. Der Fischschwanz wird abgeschnitten. The skelet. Sie reißt das Fischskelett aus dem Körper heraus. And the whole fischschwanz is moved away. Und der Fischschwanz wird einfach entfernt. And Rusalka screams. Und Rusalka schreit. Ich glaube, das sieht ziemlich schrecklich aus. So then you actually believe it, I think, that it hurts glaube, and it's, everything so is so versteht man auch, dass es weh tut und alles neu gestaltet wird, diese menschlichen Beine zum Beispiel. Und dann hat der Prinz eine Arie und singt und während dieser Arie versuchen sie zu gehen zu lernen. Ja, normally it's like that. In ja, this normalerweise version, ist das so. Rusalka is sitting bei dieser Version there, doesn't know sitzt Rusalka dort und weiß eigentlich gar nicht, was sie tun soll. She cannot speak because sie kann nicht she gave sprechen, her voice away. Denn sie hat ja ihre Stimme aufgegeben. The witch says you can be a die Hexe human sagt, if you give me ich mache your dich voice. Menschlich, wenn du mir deine Stimme dafür gibst. So in this version I learned to walk by myself. Ich habe also in dieser Version selbst das Gehen erlernt. And then I meet the prince. Und dann treffe ich den Prinzen. Das ist ja eigenartig, dass ein Komponist eine Oper schreibt für eine Frauenfigur, die im Mittelteil nicht singt. Ja, and, but it's nice for me. Ja, aber ich finde das rest. Gut. Ich kann mich dann mit meiner Stimme entspannen. Yeah, it's really good to focus only about the acting. Ja, es ist wirklich acting. Gut, sich nur auf das schauspielerische Element zu konzentrieren. And it's a great challenge. Und das ist eine große Herausforderung. Sie hören auf zu singen nach der Operation. Bei der Operation, was sind die letzten Worte, die Sie singen vor der Operation? My love and my human soul can conquer. Und meine everything menschliche bad. Seele können alles Böse überwinden. So that's quite determined and the last sie ist thing sehr she says. Entschlossen dabei und das ist das Letzte, was sie sagt. Das ist das Letzte, was sie sagt, bevor sie ihren Fischschwanz vor der Operation. Ja. Und was ist das Erste, was sie wieder sagt, wenn sie wieder... It is to the Wassermann, actually. Sie spricht da mit dem Wassermann. Then she can speak to him. Sie kann mit ihm dann wieder sprechen. But the next thing she sings is aber in das the nächste, very was sie end singt, to the prince. Weißt du singt noch, sie erst wer ganz am Ende bin? Zum Prinzen und fragt ihn, weißt du noch, wer ich bin? Erinnerst du dich noch an mich? Das ist ja ein eigenartiger Schluss. Yes, it is. It's quite strong. Ja, es ist ziemlich heftig. She's really not a human and not sie ist nicht a mehr mermaid. Menschlich, aber sie ist auch keine Meerjungfrau she's oder keine Nixe mehr. Alive, she's not sie dead. Ist nicht lebendig, aber auch nicht tot. She's just a shell with hair sie ist falling out eine Schale, der das Haar skin. Ausfällt. Sie ist bleich. And she says, why did you lie? Und sie why fragt, did you talk to me warum about hast love? Du gelogen? Warum hast du zu mir über Liebe gesprochen? I have no passion and that's what you want. I ich habe give keine it to Leidenschaft, you. Aber die habe ich nicht in mir, die kann ich dir nicht geben. And now my cold kiss will kill you. Und jetzt wird mein kalter Kuss dich töten. And she kisses him. Und sie küsst ihn. And he says, kiss me, I will die happy. Und er sagt, küss mich, ich werde glücklich sterben. And she does. And he dies. Und sie macht es und er stirbt. Also gerne wird ja Rusalka so als typische Opferfrau des 19. Jahrhunderts missverstanden. Das sehen wir gar nicht so. In unserer Inszenierung wird sie ganz anders sein. Das ist eine Frau, die eine ganz klare Entscheidung trifft. Sie sagt, ich möchte mich verändern, ich möchte jemand anderes sein. Ich möchte aus der Welt, in der ich bin, entfliehen. Die gefällt mir nicht mehr. Das ist die Wasserwelt, die ist dunkel, die ist düster. Und ich möchte nicht mehr sozusagen mit einem Fischschwanz
eingeengt sein, sondern ich möchte in eine andere Welt, um dort eine Seele zu haben, um dort eine Identität zu bekommen. Das ist für mich eigentlich somit das entscheidendste Stichwort. Natürlich gibt es einen Menschen, den sie liebt, diesen Prinzen. Dem ist sie aber nur als Wasser begegnet. Also die beiden haben sich... Der hat da drin gebadet, ja, sozusagen. Ja, der hat in ihr gebadet. Also ich meine, ein klareres erotisches Bild gibt es, glaube ich, nicht. Und nun möchte sie aber sozusagen nicht als Element, als undefinierbares Wesen, als unerkannte Gestalt mit ihm zusammen sein, sondern sie möchte als Mensch, als Identität, als eigenständiges Wesen ihm gegenübertreten. Und das ist das Motiv der Verwandlung. Ein Wesen, nenne ich es mal, möchte sich verwandeln, möchte jemand anderes sein. Und zwar rigoros und mit allen Konsequenzen. Dafür ist sie ja bereit, ein Opfer auf sich zu nehmen, was man gar nicht sich vorstellen kann, nämlich die Stimme zu verlieren. Wobei man natürlich als Fisch eigentlich ja gar keine Stimme hat, also wenn man so Halbfisch ist zumindest. Also ja, aber zu den Sirenen, zu den Undinen, zu den Wasserfrauen gehört ja der betörende Gesang. Also das ist so, deswegen ist eigentlich diese Oper so eine Gemengelage aus diesen ganzen mythischen, märchenhaften Elementen. Und das ist eigentlich auch das Aufregende. Also diese Nixen oder Meerjungfrauen, die haben alle eine Verschiedenes gemeinsam. Sie sind erstens mal, können sie schön singen. Dann sind sie zur Hälfte Fisch und sozusagen eigentlich unfruchtbar. Also können sich zumindest nicht mit Menschen vermehren, fortpflanzen. Das sind, und drittens sind sie gefährlich. Also sozusagen auch Menschenfresser. Ja, das ist, wenn man so will, ja auch eine Vorform der Femme Fatale. Also ne, die Frau, die verführerische, die unglaublich erotische, unglaublich schöne Frau, der Mann ausgeliefert ist und der sozusagen erst von ihr verführt wird und dem sie dann zum Schluss den Tod bringt, wenn er ihr untreu war. Das ist ja die Geschichte. Und das Besondere der slawischen Nixen ist, dass sie eigentlich menschlicher Herkunft sind, im Gegensatz zu den ganzen französischen, deutschen, griechischen Wasserfrauen. Das ist nämlich eigentlich eine betrogene, schwangere Frau, die sich umgebracht hat, die ins Wasser gegangen ist und jetzt sozusagen als Wiedergängerin auf die Erde kommt und dort erst Verzückung und dann den Tod bringt. Also jemand kehrt eigentlich, wenn man so will, dann wieder in die Welt zurück, wo er herstammt, weil sie aus der Menschenwelt stammt. In der Legende. In der Legende. Hier in der Oper ist sie ein eindeutiges Elementarwesen. Versucht, ein Mensch zu werden und wird wieder, zu was wird sie? Sie wird so eine Art Wiedergänger, so eine Art Untote. Also Rosalka bricht aus der Wasserwelt, geht in die Menschenwelt und kehrt dann in einen entsetzlichen Zwischenzustand zurück. Sie kann ja eigentlich gar nichts. Das Bild, was dafür im Libretto gewählt ist, ist ein Irrlicht. Also sie befindet sich nirgendwo, sie ist nicht tot, sie ist nicht lebendig, sie ist nicht mehr Mensch, sie ist aber auch nicht mehr Nixe. Das ist das Entsetzliche dieses quasi Beckett-haften dritten Aktes. Und erst nachdem sie den Prinzen geküsst hat und ihm damit den Tod gebracht hat, weil er es wünscht, nicht weil sie sich rächen will, denn das möchte sie gar nicht, kann sie zurückkehren ins Wasser. Wie es da aussieht, möchte ich gar nicht mehr wissen. Da ist die Oper dann zum Glück zu Ende. Bist du Mensch?
ist eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, das schief geht, aber es ist eine Liebesgeschichte. Und dann diese surrealistische Elemente, das man sieht in jeder Märchen. Und diese drei Elemente zu bringen auf der Bühne ist eigentlich meine große Arbeit, Herausforderung. Und hoffentlich, wir haben etwas geschafft auf der Bühne, das macht das stark. Und jetzt haben Sie sozusagen das surrealistische Moment, wenn man darauf mal zu sprechen kommt, gar nicht so stark hervorgehoben, aber es ist trotzdem ständig da. Also es ist eigenartig, also wie es entsteht. Es, zum Beispiel durch diese ständige Präsenz des Fischhaften. Ja, ich denke, das war für uns von Anfang an sehr klar. Ich habe zu meinem Team gesagt, die erste Arbeitsprobe, ich kann mich erinnern. Ich habe gesagt zu meinem Bühnenbilder, meinem Kostümbilder, ich weiß nicht, was wir machen mit diesem Stück. Ich habe keine Ahnung, aber es muss ein Fischschwanz auf der Bühne sein. Ein Fischschwanz. Ich brauche einen Fischschwanz, weil ich brauche, dass Rusalke geht durch eine Veränderung in ihre Körper. Das ist sehr wichtig für mich, dass es nicht metaphorisch gemacht und dass man sieht, dass sie hat eine Körper in den Anfang und dann der Körper ist geendet. Sie hat Beinen, sie hat Füßen. Für mich, das war so stark in der Geschichte, dass dieser Mensch träumt nicht über eine Seele und nicht nur über Liebe. Sie träumt, dass sie kann auf Füßen, auf der Erde aufstehen und erfahren der Welt durch ihre Beine. Das war sehr wichtig für mich. Sie war ein Fisch und jetzt ist eine Frau. So der Fisch kommt, diese kleine Fische, das benutzen sehr einfach auf der Bühne, in der Küchenszene und auch in zwei, drei andere Szenen, sind ihre Vergangenheit, dass ihre oder ihre innere Leben oder ihre Nostalgie oder ihre ein Teil von ihrer Körper und Seele, das kann nie weg sein. Und man hat eine Frau, eine Halbfrau und einen Fischschwanz auf eine leere, einsame Bühne. Das ist auch ein surrealistisches Bild. Das ist nicht ein folklorisches Bild oder ein romantisches oder sentimentales Bild. Das ist etwas ganz anderes. Die Oper wurde 1900 oder 1901 komponiert. Und aufgeführt. Sie sagen in dem Gespräch, im selben Jahr in dem Freuds Traumdeutung. Ja, das muss eine Verbindung sein. Ich meine, hör mal, der Dvořák wohnt, lebt und arbeitet in Prag und auch in Wien. Wir wissen, dass diese Zentraleuropa war fast ein Laboratorium für Psychosis und Hysteria und alle diese Sachen. Das ist die Erde, das Freud kommt von dieser Erde. Von dieser Stoffe. Und für mich, ich möchte keine historische Inszenierung machen, aber für mich, man muss einen Kontext bringen. Wir haben gesagt, ja, für mich ist es zu einfach zu sagen, Rusalke ist ein Straßenhure, sie ist auf der Straße, dass der Prinz ist ein Businessman, er kommt, sie treffen. Okay, man kann das machen, absolut, das ist kein Problem. Man verliert, ich glaube, die Märchenqualität und auch, ich glaube, die historische Distanz. Hilft auch mit dieser Märchenqualität, dass man kann auf diese Geschichte, auf diesen Raum, auf diese Bühnenwelt, die Träume von der Zuschauer kann einfacher produziert sein. Das ist wichtig, ich denke. Und dann haben Sie das in eine Art Jugendstil-Zeit versetzt. Ja, eine seltsame, es ist Jugendstil mit Twist, ich würde sagen. Es ist Jugendstil, sagen wir mal, mit der Twist, mit einem, weil es ist nicht der komplett historische Jugendstil, aber es ist diese Zeit, dass man denkt, sind wir in einer seltsamen Erinnerung von ein Wien, ein Antichambre in Wien oder Prag oder Budapest in dieser Zeit. Das ist absolut ein zentraleuropäischer Traumraum. Das war wichtig für mich, weil das ist etwas, das ich fühle, sehr tief verbunden, weil es ist eigentlich die Welt von meiner Großmutter. Die kam aus Wien? Sie ist in Budapest geboren. In Budapest geboren? Sie ist in Ungarn. Sie war in Ungarn. Sie haben Deutsch gelernt, aber nicht von Ihrer Großmutter. Sie hat Deutsch gesprochen, aber sie hat 7 Sprachen gesprochen. Aber ich habe Deutsch in der Universität studiert. Aber als ich jung war, meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, Schatzi, du musst Deutsch sprechen. Das ist die Sprache von Kultur. Obwohl sie kommt von, sie war glücklich weg von Europa zu sein in 35, aber die ganzen Familie sind gestorben und so weiter. Und sie hat kein Problem zu sagen, auch das Deutsch war die Kultursprache. Man muss Deutsch lernen, sie hat immer gesagt. Es ist kein Vergleich mit Tristan und Isolde, obwohl die Einflüsse von Tristan und Isolde da. Tristan und Isolde ist auch ein anti-psychological Stück, man kann sagen. Obwohl man das Stück macht, man muss mit der Darsteller natürlich eine psychological Landschaft schaffen. Ich habe das in Essen gemacht mit meinen zwei Darstellern. Obwohl der Raum und die Welt war eine Abstraktion.
Und hier ist es ein bisschen gleich, dass man muss natürlich, es gibt so viele Löcher in der Geschichte von Rusalka und der Geschichte von The Prince. Und es ist sehr wichtig, nicht diese Löcher zu füllen. Man muss sagen, nur in diesem Moment, ich habe zu der Darsteller gesagt, in diesem Moment, denk nicht über diesen Moment, denk nicht über was passiert ist hinter der Bühne, was passiert später. Das hilft natürlich in diesem Raum, was ist eine seltsame Traum, wo die Characters kommen, sie gehen, sie kommen, sie gehen. Man weiß nicht ganz genau, wer träumt was. Und es ist wichtig, dass man folgt natürlich etwas, aber zum Beispiel am Ende, besonders unendlich, was ist dieses Bild am Ende? Der Prinz liegt da tot, weil er sagt, küss mich. Er weiß, es ist Selbstmord. Er weiß, was küss mich, ich möchte sterben. Und er stirbt. Er hat die Möglichkeiten zu sterben, aber Rusalka hat keine Möglichkeiten, weil sie müsste in dieser halbtod, halbleben Welt. In der Originale steht, dass sie geht ins Wasser. Aber nicht, dass sie stirbt. Und das ist etwas ganz anderes. Und man muss diese Ambivalenz behalten, weil ich denke, das ist ganz wichtig für ein Märchen. Weil Märchen sind nicht nur einfache Geschichten, das erzählen uns, wie wir sind und wer wir sind wir. Sie sind auch voll von Assoziationen und auch Widersprüche und Ambivalenz. Und wenn man reduziert, man sagt eigentlich, was ist das Stück? Aber es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine verlorene, einsame Liebesgeschichte zwischen diesen zwei Menschen. Man weiß nicht, wer träumt was, aber das ist die Kern von der Inszenierung für mich. Haben Nixon sowas wie eine Psychologie? Natürlich, sie haben, und Rusalka natürlich hat eine Psychologie, weil sie träumt über, dass sie es ist, ich glaube, was ist wichtig für mich in der Rusalka-Charakter, wie gesagt haben, es gibt einfach, der Körper war sehr wichtig, dass sie hat einen Fischschwanz und dann sie kann ihre Beine und Füße benutzen, das war wichtig. Die zweite Sache, das wichtig war, dass man hat das Gefühl, dass sie ist freiwillig, dass sie kein Opfer ist und dass sie macht ihre Entscheidungen und ihre Meinungen kommt von einer freien Sehnsucht. Ich träume, ich möchte, ich will das haben. Sie macht die Entscheidung. Das war wichtig für mich. Das Rusalkas Tragedy ist, dass, obwohl die Menschen sagen, aufpassen, aufpassen, und so, sie hat diese Erfahrung, sie liebt diesen Mann noch. Und das, ich glaube, ist sehr wichtig, dass diese Liebe und diese Sehnsucht und diese Träumen kommt nicht von, der Wassermann ist aggressiv. Zu ihr oder die Welt ist so schrecklich, weil sie hat kein Geld oder etwas. Man kann das machen, absolut, das ist kein Problem. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass sie die Entscheidung macht. Ich träume über ein anderes Leben, ich träume über einen anderen Körper. Ich würde diese Flüssigkeit nehmen, diese Operation haben, mein Leben zu verändern, weil ich möchte einen menschlichen Körper und eine menschliche Seele. Und sie weiß ganz genau, was sie macht. Aber wenn ich jetzt diese Musik höre von der Operation, also während die Operation stattfindet, dann denke ich nicht an eine Operation. Also wieso denken Sie an eine Operation? Gewissermaßen über diese einfache Frage, wo verwandelt sie sich in einen Menschen? Das war nur zum Beispiel in der Geschichte, man sieht, dass der Yesibaba muss etwas zu Rusalka tun. Sie saubert. Und was ist der Zauber? Der Zauber in einem Fall ist sehr spezifisch, weil sie sagt, du musst diese Sachen trinken. Und wir wissen, es ist sehr wichtig, etwas ist getrunken, weil es ist ein Märchen. Und wir wissen in Märchen und auch Mythologie, wie wichtig Getränk ist. Wir wissen das in Wagner, in alle Wagner-Opern. Aber the drink, the Getränk, das ist wichtig. Aber wie sie es gemacht, wir haben gesagt, okay, wir haben gesagt, es muss sehr klinik. Es ist fast wie eine Plastic Surgery in Zürich. Sehr schnicki schnack gemacht. Yesibaba ist sehr gut, kein Blut, es ist nur etwas ist gemacht und so weiter. Aber dass man macht einen Widerspruch zwischen dieser großen Musik und so weiter, dann kommt diese Szene. Aber eigentlich, es kommt mit mir immer, dass ich höre Musik und ich sehe in meinem Kopf, was soll auf der Bühne passieren. Und in diesem Fall, ich höre diese Musik und ich habe ja, das muss eine Operation sein. Während Sie zu Hause saßen am Klavier oder während Sie die CD gehört haben oder haben Sie dieses Bild gesehen, eine Operation? Das war wenn ich habe die Aufnahme gehört. Und das war relativ früh. Ich habe gesagt, wow, was ist das? Da, 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 da. Ich habe, nein, das ist eine Klinik in Zürich. Das muss sein. Aber so wie Sie das jetzt gerade singen, das hängt von Aufnahme zu Aufnahme, ist es anders. Ja, ja, natürlich. Also, so kann man es singen, wie Sie es gerade gesungen haben. Ja, natürlich, es ist nicht Psycho, es ist nicht Hitchcock, aber es ist eine romantische Musik. Und ich finde gefällt mir sehr viel über die Darstellung und die Inszenierung, ist, man muss diese Musik spielen mit großer romantischer Pathos. Und Pathos ist nicht ein schlechtes Wort für mich. Pathos ist ein unglaublich schönes Wort. Und man muss diese Partitur mit Sinnlichkeit spielen. Es ist eine romantische, spätromantische
Wagner beeinflusst Partitur. Und ich glaube, man muss dann auf der Bühne etwas ganz widersprüchlich bringen. Weißt du? Und das für mich ist sehr wichtig, dass man hat diese klinische, ja, kammerspielmäßig sort of Qualitäten auf der Bühne, weil für mich dann the orchestra ist eine andere Farbe dann, als ein Kontrast mit dieser Welt auf der Bühne. Wir haben versucht, überhaupt im ganzen Stück einfach diese Partitur auch so unglaublich ernst zu nehmen und darauf genau einzugehen. Und gerade, und das war für mich zum Beispiel auch eine Offenbarung, denn ich kannte Rosalka auch nur von CD. Und ich habe das Stück auch vorher niemals live gesehen, so kannte eben nur die Aufnahmen. Und als ich dann die Noten auf einmal bekommen hatte, dachte ich mir eben auch, das kann doch gar nicht wahr sein, dass es wirklich nur Fortepiani gibt, dass die Bläser eigentlich nicht die ganze Zeit durchhalten, weil das sehr dramatisch ist. Und das ist eigentlich sehr interessant, denn durch diese nur kleinen Akzente und durch dieses bewusst, trotz all dieser Dramatik in dieser Szene, bewusst klein gehaltene und leise gehaltene oder relativ leise gehaltene, kriegt es natürlich auch eine unglaubliche Dramatik. Denn wenn ich etwas unglaublich Fieses sagen will oder etwas, dann sage ich das ja auch eher leise und zurückgenommen. Und das finde ich irgendwie einen ganz unglaublichen Effekt, den Dvořák da irgendwie geschrieben hat. Also das ist ja auch interessant, dass ein Komponist gewissermaßen eine Stumme. Ja, das ist so. Natürlich als Thematik einer Komposition eine Figur zu haben, die Hälfte des Stückes eigentlich de facto nicht singt, das ist natürlich ganz unglaublich. Aber finde ich, ist natürlich irgendwie so ein Ausdruck auch des, der tiefsten Leere und auch Empfindsamkeit. Wenn man sich vorstellt, eben die Sänger sind dafür da, dass sie eben singen. Und auf einmal eben ist diese Figur, oder ihr wird nicht verboten, sondern sie kann einfach nicht mehr, sie ist unfähig. Das kennt ja jeder, jeder Mensch, der im Opernbetrieb arbeitet, weiß, wie heikel diese Situation mit Sängern ist, wie sehr sie darauf einfach natürlich zum einen fixiert und natürlich aber auch angewiesen sind, dass die Stimme funktioniert, dass sie gesund sind, dass sie immer singen können, weil das Ausdrucksmittel ist. Aber ich finde, das hat auch Barry Kosky unglaublich toll dargestellt im Wechsel zwischen ersten und zweiten Akt. Wenn Rosalka mit dem Prinzen auf der Bank sitzt und er sagt eben diese Sätze, wenn du auch stumm hier bleibst, so finde ich doch Antwort in deinem Kuss. Es ist dann unglaublich, wie er das gezeigt hat, dass Rosalka eben, sie versucht zu sprechen, sie macht den Mund auf, aber es kommt einfach nichts heraus. Und wie tragisch ist das für uns Menschen, sich auf einmal nicht mehr ausdrücken zu können. Und das ist ja das, was letztendlich auch die ganze Szene so berührend und brutal macht, weil man, da man so unglaubliches Mitleid, doch auch Mitleid irgendwie natürlich hat. Und ich kann dir sagen,
die Idee für den dritten Akt kommt, wann diese Trauerprozession, dass sie singt zu diesen Menschen, durch das Wasser, sie sind das Wasser, sie sind ein Jury, sie sind the Characters von den ersten zwei Akten, kommt zurück, ist diese Trauerprozession. Und das kommt von der Musik, weil es gibt fünf oder sechs Mal in der dritten Akt, dass Dvorak schreibt, dieser dünn, 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 dünn in der Musik. Dass man hört das in dieser Trauer, fast Trauermarsch in der Musik. Ich habe immer gehört, wow, das war eine fantastische, fast wie Mahler schreibt in seiner Symphonie, diese einsame, verlorene Trauermarsch. Und wir haben gesagt, ja, wir müssen dann über den Tod und es muss etwas ganz anderes sein wie die ersten zwei Akte. Man spielt in dieser Strindberg-Jugendstilraum. Man muss dann in der dritten Akt in dieser Raum bleiben, aber der Raum natürlich ist geendet durch diese Kombination von, und normalerweise, ich hasse Video auf der Bühne. Ich bin kein großer Fan von Video. Aber was Klaus Grünberg, mein Bühnenbild, geschafft hat, ist sehr, sehr schön, weil er hat das Bühnenbild fotografiert. Und alle, die bilden, das kommt in der dritten Akte, sind eigentlich von einem Foto von dem Bühnenbild gemacht. Das bedeutet, man hat ein Negativbild von dem Bühnenbild. Und das ist fast wie eine Architecture X-Ray. Ein Röntgenbild von der Architektur, ganz genau wie man denkt über eine Seele oder Rusalkes Körper. Und das ist die Verbindung da für mich dramaturgisch. Baba ist eigentlich ein Monster. Sie kann auf der einen Seite erschaffen, sie ist so etwas wie Gott. Sie kann erschaffen, sie kann verwandeln. Und auf der anderen Seite ist sie auch der Tod. Sie kann nämlich Menschen oder auch Wesen töten. Und interessant in der Oper ist auch, dass beide Welten zu ihr kommen, um Rat zu fragen. Nämlich einmal Rusalka. Ihr wurde gesagt vom Wassermann, tu das lieber nicht, aber hier ist die Adresse von der Frau, die dir helfen kann, nämlich Yeji Baba. Sie ist die Einzige, die sich verwandeln kann. Und auf der anderen Seite kommt aber auch der Prinz und fragt um Rat. Also natürlich nicht selbst, er ist ein Prinz, es kommen sozusagen zwei Angestellte. Also sie steckt auch zwischen beiden Welten, wenn man so will. Ja, zwischen der Menschenwelt und der anderen. Und das ist ja eine der spannendsten Figuren, die Dvorak in diesem Stück geschaffen hat, weil die sowas Monströses hat. Die ist zynisch, die ist böse. Auf der anderen Seite hilft sie auch. Also sie ist sowas wie eine böse Mutter, die hat ganz viele Facetten. Und das ist wirklich eine Figur, die der Kvapil in diesen Stoff hineingebracht hat. Den gab es ja ursprünglich gar nicht. Das ist der Librettist. Ja. Dann die Fürstin, die da auftaucht. Das ist so ein, wie könnte man die beschreiben? Die dritte Frau im Bunde, also neben Rusalka und Yeji Baba, ist die fremde Fürstin. Sie hat nicht mal einen Namen, sie heißt einfach nur fremde Fürstin. Die finde ich interessant, die ist natürlich auch eine Form von femme fatale. Sie verführt den Prinzen, sagt ihm, ich bin leidenschaftlich im Gegensatz zu deiner kalten, stummen Braut. Aber sie möchte ihn gar nicht haben, denn ganz am Schluss lässt sie ihn alleine. Also sie verschwindet nicht mit ihm, sie nimmt nicht den Platz von Rusalka ein, sondern sie lässt ihn verzweifelt zurück. Er sagt, rette mich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll. Also ich bin jetzt für dich entflammt, ich will meine Rusalka nicht mehr haben. Und sie sagt, nee, danke schön, und lässt ihn sozusagen am Boden zerstört zurück. Die ist natürlich auch mehr als eine Figur, die ist auch ein Prinzip, die ist das Böse.
Ja, sie ist einfach auch, vielleicht ist sie auch einfach nur die andere Seite von Rusalka. Ich glaube, was die Geschichte von Rusalka zurücklässt, ist unglaubliche Traurigkeit. Es geht um einsame Menschen. Es gibt ja eigentlich gar keine Kommunikation. Also das Liebespaar, der Prinz und Rusalka, können ganz zum Schluss, wenn sie schon ein Irrlicht ist, wenn er schon todessehnsüchtig ist und nicht mehr zurück will zu den Menschen, dann können sie kurz miteinander singen. Aber eigentlich auch nicht gemeinsam, sondern sie erzählen sich, was vorgefallen ist, wie sie sich fühlen. Dann gibt es den Wassermann, der versucht, Rusalka zu warnen. Und der dritte Akt, ja, da muss ich mal an Wagner denken. Also bei Wagner ist ja auch oft der dritte Akt ein Beckett'scher, ein aussichtsloser, trostloser, einsam melancholischer.